Super. So, hallo, willkommen alle zusammen. I'm talking about BIM programming and I've got two aspects basically. Und ich wollte sagen, ich halte den Vortrag auf Deutsch. And if you are English speaking, I uploaded the full documentation yesterday to the blog, so you can actually follow live even in German. Also ich spreche mal über BIM-Programmierung allgemein, so und vor allem die Betrachtung, was mache ich sinnvollerweise in dieser Frage. Ich bin gezwungen, wahrscheinlich unter uns ein bisschen mit Revit zu machen, aber wie viel und wo und wie sinnvoll ist das? Und da gibt es noch die Forge-Seite, wie weit benutze ich das oder nicht? Wie weit kann das zusammengekoppelt werden? Und was gibt es auch noch für andere Alternativen? Oder wie spielt das alles miteinander zusammen? Also wie gesagt, ich spreche auf Deutsch und die Dokumentation ist auf Englisch vorhanden. Und das hier ist so ein bisschen ausführlicher aufgeschlüsselt, was ich soeben angedeutet habe. Also es geht darum, BIM-Programmierung. Wer hier ist Programmierer? Die anderen? Man darf auch bleiben, wenn man nicht programmiert. Es ist einfach so, um sich einen Eindruck zu verschaffen, was möglich ist, wo es lang gehen könnte. Aber also mein Fokus ist schon auf die Programmiererseite. Und deswegen sind meine Beispiele vollkommen trivial für Endanwender. Ja? Ein Endanwender sagt, was soll denn das? Einen Parameter von hier nach dort schieben, einen einzigen Wert, das macht ja gar keinen Sinn. Aber die nicht Programmierer sind, können sich vorstellen, was ist eigentlich mein Workflow? Was will ich erreichen? Was braucht mein Kunde? Und welche Daten braucht er unbedingt? Und alles andere kann ich weglassen. Und das heißt meistens, ich kann Revit weglassen, ich kann Excel weglassen, ich kann Microsoft weglassen, ich kann Windows weglassen, ich kann Apple weglassen, ich kann Forge weglassen, ich kann alles weglassen. Ich brauche nur irgendeinen Chip und ein bisschen Software. Das kann auch so ein Pi sein, so eine Chip, Computer on a Chip mit einem Betriebssystem drauf und ein bisschen Open Source Software. Aha, hört man mich hinten oder sollte ich das Mikrofon benutzen? Okay. Dann lege ich das mal ab. Okay. Also ich muss meinen Workflow analysieren und überlegen, was kann ich vereinfachen. Und dann aufteilen zwischen Desktop, Cloud, Revit, Forge, andere Sachen. Auch Open Source spielt da eine Rolle. Und das Witzige, also der wirkliche Wert von Cloud-Sachen heutzutage ist ja, dass wir damit sehr leicht Zugriff haben zu einer Plattform, in der wir alles einbetten können. Und wo man sehr, sehr leicht Komponenten zusammenstöpseln kann, aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Das ist dieses Glue-Code, also Kleber zwischen den Dingen. Also nochmal dasselbe, mehr oder weniger. Ja. Der Hauptfokus, also die ersten zwei sind so ein bisschen Übersicht über das, was ich jetzt schon gesagt habe. Die nächsten zwei sind die Hauptpunkte hier zwischen, wie kann ich einen Vergleich zwischen Programmierung von speziellen BIM-bezogenen Arbeitsgang einerseits in Revit gemacht und andererseits in Forge. Und das andere ist so das Thema, das ich schon seit Jahren verfolgt und publiziert habe, wie verbinde ich BIM und Cloud beziehungsweise Revit und irgendwas im Internet.
Den vorletzten Abschnitt da über die Details, den überspringe ich wahrscheinlich fast vollständig. Und das Ende ist einfach nochmal eine Auflistung von den schon veröffentlichten Diskussionen, weil alles, was ich gemacht habe, ist schon veröffentlicht. Nochmal auf den Punkt gebracht. Ich vergleiche einerseits BIM-Programmierung auf dem Web mit Revit-spezifischer API-Benutzung und zeige, dass man ganz überraschend komplexe Sachen, die in Revit möglich sind, aber dort völlig beschränkt und abgeschlossen sind, genauso gut mit total generischen Open-Source-Technologien wie zum Beispiel 3.js und JavaScript implementieren kann. Und in dem Fall habe ich natürlich ein vollkommen anderes Universum zur Verfügung, weil jeder kann es nutzen auf jeder Plattform. Gegenüber Revit, wie viele Leute haben eine Revit-Installation, wie viele Leute haben überhaupt einen PC zur Verfügung, gegenüber Telefon oder sonst was. Oder wenn ich eben einen speziellen Workflow habe, dann will ich wahrscheinlich einen Teil in Revit haben und einen Teil auf dem Internet und die Verbindung da. Und die kann man sehr, sehr leicht herstellen und da hat man vollständige Kontrolle selber. Also, aufspalten zwischen den beiden, sich überlegen, wo brauche ich wirklich Revit, wo brauche ich wirklich Desktops. Viele Leute, die heute Revit Add-ins programmieren, machen das, um irgendeine Analyse vorzunehmen von bestehenden BIM-Design. Also Mengenfeststellung, irgendwelche Informationen rausholen, gucken, wo befindet sich diese Glühbirne oder dieser Beamer. Das sind alles Read-Only-Operationen. Dazu braucht man eigentlich kein Revit, weil diese ganzen Informationen stehen auch in Forge zur Verfügung, wenn man jetzt alles will. Also wenn ich von einer Revit-Datei eine Übersetzung in Forge mache, dann habe ich im Prinzip alle BIM-Daten plus die ganze Hierarchie der Elemente zur Verfügung und kann die global veröffentlichen, wenn ich will. Oder ich kann auch sagen, nee, das ist ein geheimes Projekt, das gibt nicht jedem was an, also muss ich einschränken, irgendwie mit Autorisierung und so und den Benutzerkreis einschränken. Aber jedenfalls, wenn ich so Read-Only-Applikation habe, dann ist es oft sinnvoll, das nicht in Revit zu machen, sondern irgendwie auf einer generischen Plattform und das lässt sich leicht erreichen. Jo. Und dann kommt noch ein Punkt, den ich noch nicht genannt habe. Bis heute ist, soweit Revit betroffen ist, die ganze Forge-Plattform eine Read-Only-Plattform. Also man nimmt ein Revit-Modell, man übersetzt das für Forge und dann ist es in Forge und ich habe keine Möglichkeit, irgendwelche Daten zurückzuschleusen. Also Forge bietet keine solche Möglichkeit. Aber ich kann natürlich selber eine Rückschleusung implementieren. Das ist auch ganz einfach. Aber es gibt natürlich eine Verzögerung, wenn ich das wiederum in dem Forge-Modell sehen werde, will, was sich verändert hat. Aber diese Tatsache hat sich schon geändert. Etwas für DWG-Dateien. In Forge gibt es einen Teil einer API, die heißt Design Automation. Und die erlaubt schon heute das direkte Lesen, Schreiben, Manipulieren von DWG-Dateien. Und diese Möglichkeit kommt auch für RWT, Revit-Dateien, irgendwann nächstes Jahr. Im Moment befindet sich diese Forschung noch in einem Private Beta. Das heißt, wenn man sich bei Autodesk meldet, die Leute, die man kontaktieren möchte, heißen Sascha Crotty und Scott Reinemann und sagt, ich möchte aus diesem und jedem Grund diesen spezifischen Workflow vom Cloud aus direkt Revit-Dateien generieren können,
dann kann man mit denen reden und fragen, ob man sich an diese Private Beta beteiligen darf. Ansonsten kommt irgendwann gegen Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr eine öffentliche Beta. Da kann sich jeder beteiligen und dann später im Laufe des Jahres werden wir das so richtig zum Laufen bringen. Da kommt noch ein bisschen mehr zu in dem Moment. Also nochmal die Analyse. Das habe ich jetzt wahrscheinlich schon genügend ausgeführt. Was will ich erreichen? Was will ich meinem Kunden zur Verfügung stellen? Wenn ich wirklich in einem Gebäudemodell nur Interesse dran habe an der Bestuhlung, dann gibt es keinen Grund, irgendwie das ganze Gebäudemodell hin und her zu schieben, sondern ich kann sehr, sehr einfach in Revit eine Analyse machen, Fußboden, Begrenzungen definieren, Räume begrenzen und die einzelnen Stühle und sonst nichts. Dann habe ich keine Megabytes rumzuschieben, sondern ein paar Kilobytes von Daten, auch für ein großes Modell. Und das ist sehr, sehr leicht handhabbar. Das kann man auch ganz Darmstadt, die Bestuhlung von ganz Darmstadt, kann ich ohne weiteres auf den Cloud stellen. Ja, alle Gebäude. Null Problem. Aber sobald ich, das ist halt mein spezifischer Workflow, dann muss ich kontrollieren, was brauche ich an Daten, wie kriege ich die klein und kompakt und griffbereit. Das wird keiner für mich machen. Auch kein, also niemand kommerzielles. Autodesk kann das nicht machen. Weil das ist, wir beschäftigen uns ja mit allgemeinen Lösungen, wo alles drin ist. Hier ist nochmal so eine Betrachtung über, wer ist wirklich beteiligt in so einem Design-Workflow. Also ein bisschen wild dahergegriffen, die Anzahl Beteiligte in einem Gebäudemodell. Man könnte sagen, bei einem komplexen Projekt, da sind ein paar hundert Leute beteiligt in der Planung und müssen wirklich Hardcore Design machen, dann sind vielleicht ein paar Tausende, die da ausführen, das aufbauen und hinstellen. Und vielleicht sind es Millionen nachher, die zum Beispiel durch den Flughafen durchlaufen und zum Beispiel auf dem Smartphone den Weg zum Gate A16 suchen wollen. Das kann man ja alles aus einem Modell herausziehen und in einem Modell verwalten. Und deswegen ist es wichtig zu gucken in diesem Workflow, wer braucht welche Komponenten und welche Daten. Also Revit und BIM Design ist das für Spezialisten, das kostet Geld, das läuft auf dem PC, davon gibt es langsam weniger, der Trend geht nach unten. Forge und Benutzung, wenn ich jetzt nicht direkt in dem Design involviert bin, dann will ich vielleicht nur auf den Cloud gucken oder interagieren und kann das auch auf einem mobilen Gerät machen. Und um diese zwei Teile zusammenzukoppeln, kann ich eine gigantische Menge an Open Source Bibliotheken benutzen. Also es gibt wahrscheinlich kaum irgendeine Programmieraufgabe, die irgendjemand hier unter uns zu bewältigen hätte, die nicht schon gelöst ist und auch schon veröffentlicht. Und wahrscheinlich besser, als wir das jemals machen könnten. Und deswegen sollte man sich da natürlich kundig machen und das nutzen, was schon zur Verfügung steht, und einfach zusammenkleben. Und das ermöglichen diese verschiedenen Web-Technologien sehr leicht. Und gerade in Sachen Forschung muss man gucken, brauche ich ein Gebäudemodell oder eine Visualisierung von etwas Komplexem oder brauche ich nur eine ganz vereinfachte Ansicht? Dann bin ich natürlich in der Lage, die selber zu machen und muss niemandem irgendwelche Teile in die Hand geben. Sobald ich über Internet und Cloud und so rede und Gebäudemodelle, kommt die Frage nach Sicherheit und Zugang und so Zeugs. Und da für mich, ich mache es mir sehr einfach, habe ich verschiedene Lösungen. Man kann natürlich diese ganzen Technologien auch lokal benutzen. Also entweder auf einem eigenen Rechner oder auf einem eigenen Netzwerk, der kann völlig abgekoppelt werden vom Cloud.
Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum da irgendeine Sicherheitsgefahr bestehen sollte. Das zeige ich jetzt an einem Beispiel. Das erste, was ich gemacht habe. Manche von meinen Beispielen haben so etwas Einfaches wie einen Schalter. Hier ist ein Schalter in einem Server, der auf eine Mongo-Datenbank zugreifen kann. Und diese Mongo-Datenbank befindet sich entweder in der Cloud oder auf dem lokalen Rechner. Und die ganze, der Code ist vollkommen identisch. Die Schaltung findet statt über eine einzige Variable. Will ich es lokal halten oder auf dem Internet? Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will es schon öffentlich machen auf dem Internet, aber nicht jeder soll Zugriff haben. Das wird im Prinzip auch durch dieses Beispiel gezeigt, was ich gerade darstellte, weil in diesem Beispiel stelle ich gewisse Daten auf eine Mongo-Datenbank zur Verfügung. Diese Mongo-Datenbank befindet sich auf dem Cloud, jeder kann Zugriff haben, aber der braucht halt ein Passwort. Und das ist dann das OAuth zum Beispiel. Und das überlasse ich dann den jeweiligen Anbieter. Also in diesem Fall läuft der Webserver auf Heroku. Das ist so eine Plattform, auf der man Webserver laufen lassen kann und einen Haufen anderes Zeugs. Und die MongoDB-Datenbank läuft auf MongoLab. Und da ist es ein Passwort dort und ein Passwort dort. Und diese Leute benutzen so Best-of-Class-Prinzipien, um die Benutzer zu authentifizieren. Und da verlasse ich mich einfach drauf. Die können das auf jeden Fall. Ich kann das nicht besser als die. Und dann die dritte Variante ist mit Forge natürlich. Das ist praktisch dasselbe. Forge benutzt OAuth 2. Und auch da, es gibt natürlich Richtlinien oder Vorgehensweisen, wie ich meinen Server dann da reinkoppel und wie ich mich verbinde unter der Voraussetzung, dass diese andere Seite OAuth 2 benutzt. Aber wenn ich das richtig mache, dann bin ich so sicher, wie man sicher sein kann und habe also Kontrolle darüber, wer Zugriff hat. Und wie gesagt, im Extremfall mache ich es einfach lokal oder auf meinem eigenen Netzwerk. Ah, wo ist eine Uhr? Ja, ja, ich bräuchte eine Uhr. Ja, aber ich muss das dauernd wissen. Dauernd? Dauernd. Da bräuchte ich eine. Oder hier. Irgendwas zum Gucken? Oder sonst muss ich halt immer aufbrechen und gucken. 11.50 Uhr. Und es geht bis 12.30 Uhr. Okay, gut. Also das habe ich auch schon darauf hingewiesen. Behalte es einfach. Minimalisiere die Datenmenge. Und je kleiner die Datenmenge ist, desto übersichtlicher wird das Ganze und desto leichter kann man damit umgehen. Hier noch ein bisschen so allgemein die große fette Message an alle Programmierer. Jeder gute Programmierer macht das schon. Die wichtigsten Eigenschaften eines Programmierers: Faulheit, Ungeduld und Hybris. Das muss man einfach wissen und verstehen. Das finde ich sehr schön. So, jetzt ein bisschen über Forge. Ich weiß nicht, wer kennt schon so die ein bisschen Details über Forge? Wer weiß, was das bedeutet überhaupt? Wer weiß, was Forge ist? Wow. Bin schwer beeindruckt. Okay, aber dann ist es halt so. Ich wäre davon ausgegangen, dass Sie mehr wissen. Also Forge ist eine Plattform von der Autodesk, um den Programmierern die Möglichkeit zu geben, gewisse Funktionalität den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Und diese Funktionalität ist ganz verstreut. Ganz unterschiedliche Sachen. Da gibt es Rendering, da gibt es Berechnungen. Man kann die sind alle verpackt in irgendwelchen Servern irgendwo auf dem Planeten. Und man kann so einen Server zur Verfügung stellen für irgendein
eine Klitzekleinigkeit. Man kann, also zum Beispiel Rendering ist ja nicht eine Kleinigkeit, aber jetzt für die Berechnung der Hölzer in diesem Parkettfußboden könnte man einen Webserver machen, der einfach sagt, wie groß ist dein Raum, was sind die Maße für dein Mosaikparkettstückchen, möchtest du die quer verlegt haben, horizontal, vertikal, diagonal, und dann berechnet er die Verlegung von dem Fußboden. Das könnte ein Webserver sein. Und Forge ist einfach eine Plattform, auf denen alle möglichen Webserver zusammen unter einen Hut gebracht werden, damit man Applikationen machen kann, die darauf zugreifen können. Und das Ziel von diesem Zugreifen oder zur Verfügung stellen von diesen Services besteht in diesem, die Unterstützung von Workflows, die mit dem Making of Things zu tun haben. Und das Making of Things, das hat mit Design zu tun, mit Visualisierung, mit Zusammenarbeit mit Kollegen oder anderen Firmen, mit dem Herstellen der Dinge und am Ende auch mit der Benutzung. Also in dem AEC-Bereich wäre diese Benutzung dann halt Facility Management und so Zeugs, Herstellung wäre die Construction und Field und so. Ja, und das andere. Und im Moment hat Forge das schwerste Gewicht, es fing an mit dieser Visualisierung. Ja, Design kommt jetzt mit dem Design Automation API, also für DWG vorhanden, LBT kommt noch, Inventor kommt auch, ein anderes. Kollaboration, da ist eine Menge schon da, dieses BIM 360 und A360 und so. Ja. Also das Ziel von Forge ist wirklich, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Sachen zusammenzustöpseln, damit sie optimale Workflows für ihre Benutzer zur Verfügung stellen können. Und diese Forge-Grundlage, die wird von Autodesk selber benutzt, um gewisse Funktionalität direkt an Endverbraucher zur Verfügung zu stellen. Aber und genau dieselben APIs, diese Web-Services, stehen auch uns allen zur Verfügung, um unsere Applikationen stromlinienförmig, minimalistisch zu implementieren. Das hier ist jetzt eine aktuelle Liste, das habe ich gerade in den letzten paar Tagen da rauskopiert. Damit man zugreifen kann auf die Daten, muss man sich authentifizieren. Damit man hochladen und runterladen kann, benutzt man Data Management. Das Model Derivative, da geht es darum, die Informationen wieder rauszuholen aus den hochgeladenen Daten. Der Viewer, das ist der Visualisierungsbereich. Und die anderen Sachen sind dann halt irgendwie spezifisch und das ändert sich dann immer wieder, was im Beta ist und wann das Beta zu einem tatsächlich freigegebenen Produkt wird. Und Design Automation, wie gesagt, zurzeit nur DWG. Man kann auch einfach auf diese Seite gehen und selber gucken, was da ist. Also das hier ist eine Eintrittsseite und da sehen wir genau diese Liste. Und zum Beispiel, wenn ich mich interessiere dafür, was kann ich für Übersetzungen, die Translations, die zur Verfügung stehen, kann ich auf die Model Derivative API gehen. Ich habe also mit Data Management mein Modell hochgeladen und sehe hier die Supported Translations und dann sieht man hier die Liste aller Formate, die unterstützt werden. Im Falle von Revit ist es recht interessant, weil da sind ein paar mehr als sonst. Von Revit aus kann ich IFCs generieren, direkt. Und DWGs generieren, direkt, auf Forge. Also wenn ich von einem Revit-Datei eine DWG oder eine IFC machen will, brauche ich kein Revit zu installieren, weil Forge kann das für mich machen. Das ist schon mal nett. Eine andere wichtige Zweiteilung von diesem ganzen Zeugs ist, dieser Viewer ist ein bisschen ein Sonderfall, weil der stellt das Modell dar auf dem Bildschirm in dem Browser für den Benutzer und der ist mit JavaScript implementiert und benutzt 3.js als Grundlage. Und
das Zeugs, alles was JavaScript ist und im Browser läuft, ist verfügbar, zugänglich. Da kann jeder zugreifen, voll und ganz. Und das ist auch alles Open Source. Das heißt, diese Komponente, die kostet nichts. Wenn ich ein Modell hochgeladen habe in den Cloud, dann spielt es keine Rolle, ob 100 Leute den anschauen oder 1000 oder 10 Millionen. Das ist umsonst, das ist Open Source. Und weil es Open Source ist, kann ich auch darauf zugreifen und verändern. Also alles, was in dem Forge Viewer passiert, kann ich als Programmierer nochmal manipulieren, wenn ich will. Darauf zugreifen, Daten rausholen, zusätzliche Informationen reintun, Modelle miteinander agglomerieren und so weiter. Ja. Die anderen Sachen, die sind wirkliche Web-Services, die werden, die laufen auf dem Server und die werden angesprochen über REST-APIs. Also REST ist so eine Kommunikationsschnittstelle, die auf HTTP aufbaut, ja, wie man Informationen hin und her schiebt zwischen verschiedenen Rechnern, also zwischen Client und Server. Das kann auch in beiden Richtungen gehen. Wie gesagt, Forge bisher war read-only. Also man hat immer ein CAD-Modell als Ausgangspaket und dieses CAD-Modell wird dann in diesen Übersetzungsprozess reingeschoben, den Translator, Forge Translation. Wir haben gerade die unterstützten Formate gesehen. Also als CAD-Ausgangsformat kommen 50, 60 verschiedene Datenformate stehen zur Auswahl. Und dann kann man, wie gesagt, in dem Viewer manipulieren, wenn man will. Diese Manipulation ist aber nur in dem Viewer begrenzt. Und wenn ich jetzt, das wird auf keiner Weise das Ursprungs-CAD-Modell beeinflussen, es sei denn, ich als Programmierer implementiere diese Modifikationen, speichere sie irgendwo oder greife sie ab und nehme diese Veränderungen und pflege sie wieder hinein mit meinem Programm in das Ursprungsmodell. Dann kann ich tatsächlich das ursprüngliche BIM-Modell aktualisieren. Und wenn ich das aber wiederum in Forge sehen will, dann muss ich den Übersetzungsprozess neu starten. In früheren Jahren habe ich deswegen gezeigt, wie man Revit in so einen Kreislauf einbinden kann und praktisch von Forge aus antreiben und Revit als Server benutzen. Das ist aber nicht erwünscht und es ist auch nicht unbedingt klar, dass das legal ist. Deswegen sollte man das nicht tun. Und da wird aber viel darüber diskutiert und das ist die Motivation dafür, dass wir das Design Automation API jetzt zur Verfügung stellen, weil es ganz klar ist, dass man oft, vor allem in Facility Management, riesige Mengen an Leute hat, Raumpfleger und Hausmeister, die irgendwelche Informationen in ein Gebäudemodell reinpflegen müssen und die machen das lokal, mobil, vom iPad aus oder vom Telefon und haben kein Revit installiert, aber müssen da Daten reinpflegen. Das ist alles sehr leicht machbar. Am einfachsten implementiert man seinen eigenen Workflow zurück und zurzeit muss man das dann manuell irgendwie von seinem eigenen Datenbank in Revit wieder einpflegen, aber sobald Design Automation API zur Verfügung steht, kann man die RWT-Dateien direkt über Forge wieder aktualisieren. Hier noch einen kurzen Überblick über die Historie von Forge. Also das war vor 3 Jahren, gab es nur die Übersetzung und den Viewer. Dann kam der Zustand heute ungefähr, dass man auch diese Informationen, die im Viewer zur Verfügung stehen, über Model Derivative API auch abfragen kann, programmatisch. Da stehen alle Elemente zur Verfügung aus dem CAD-Modell, alle ihre Properties, alle ihre Beziehungen, ihre Hierarchie, also wie die jetzt hierarchisch in dieses Modell
reinpassen und in Beziehung zueinander stehen. Das kann man alles abfragen. Man kann auch gewisse Exporte vornehmen, zum Beispiel OBJ, OBJ, so ein 3D-Volumenmodell, vereinfacht. Das kann man rausziehen. Design Automation für AutoCAD steht zur Verfügung. Das ist zum Hochladen und Runterladen. Und das hier auch ein bisschen Kollaboration. Und der Plan jetzt für nächstes Jahr sieht aus, dass wir eine Webhooks-API implementieren. Damit wird die gegenseitige Benachrichtigung unterstützt zwischen verschiedenen Komponenten. Noch mehr BIM-APIs, um diese Kollaboration besser zu unterstützen. Design Automation, was bisher nur für AutoCAD zur Verfügung steht, kommt auch für Revit und Inventor. Mehr mit Fotos und dann so ein IDX, das ist ein Tool, um die Erzeugung von Forge-Applikationen zu unterstützen. Was kann man mit Design Automation für Revit erreichen? Einfach, das kann man sich eigentlich vorstellen. Man kann RWTs lesen, schreiben, manipulieren. Das heißt, man hat vollen Zugang zu der Revit-Datenbank API über eine Cloud-Service. Es kann auch Add-ins ausführen, das heißt, ich bin nicht auf das native, pure Revit beschränkt, sondern ich kann auch meine eigenen Erweiterungen, meine eigenen Add-ins hineinkoppeln in dieses System und sie ausführen lassen durch den Web-Service. Alles andere ergibt sich völlig logisch. Es ist natürlich eine REST-API. Das heißt, REST hat verschiedene Prinzipien. Das läuft ja übers Internet. Das sind HTTP-Aufrufe. Und HTTP-Aufrufe sind einfach unzuverlässig. Man hat nie eine Garantie, dass das, was man abschickt, wirklich ankommt. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren oder nicht direkt in einem Aufruf, dass überhaupt ein erfolgreicher Aufruf stattgefunden hat. Deswegen ist ein Prinzip, dass es idempotent ist. Das heißt, wenn ich denselben Aufruf 20 Mal mache, dann muss dasselbe rauskommen, wie wenn ich es einmal gemacht hätte. Und deswegen gibt es nur diese Batch-Operationen, also keine Session. Ich kann nicht sagen, so, jetzt habe ich mich angemeldet, jetzt mache ich Schritt 1 und jetzt kommt Schritt 2 und jetzt kommt Schritt 3. Es ist nicht sicher, dass die in der Reihenfolge auch ausgeführt werden. Und natürlich keine User-Interface-Zugang, weil dort in dieser Datenbank-Variante von Revit gibt es gar kein User-Interface. Und das ist auch der Vorteil davon, das ist das Problem, wenn man heute versucht, das normale Revit, was für Endanwender implementiert ist, als Server zu missbrauchen, das geht schief irgendwann, weil es einfach nicht für solche Anwendungsfälle ausgelegt ist. Ja, alles andere ist relativ logisch, ich überspringe diese Sachen. Man kann auch RFAs generieren. Sieht so aus, also diese Slides sind von jemand anderem, die blätter ich einfach durch. Erzeugen von RWTs, extrahieren von Daten und die live den Kunden zur Verfügung stellen, um zum Beispiel Arbeitsprozesse zu verfolgen und so. Oder aktualisieren von Modellen. Und geht so ähnlich wie heute schon das Design Automation API für DWG. Also man muss ein Work-Item einklinken in eine Warteschlange und dann dauert es ein Weilchen. Und dann kann man später auf die RWT zugreifen. So, das war jetzt der Überblick über die bestehenden Technologien. Jetzt kommen ein paar Beispiele, um das zu untermalen. Und wie ich am Anfang sagte, ich habe zwei Sachen. Einerseits diese Frage, muss ich auf Revit programmieren oder kann ich auch auf dem Cloud machen und wann mache ich was? Da habe ich ganz zufällig ein Beispiel, dann will ich eigentlich dahin springen, ein Beispiel implementiert, das beruhte auf einem Missverständnis.
ein Kollege von mir, ein Chef, hat gesagt, Jeremy, in einem Revit-Modell möchte ein Kunde eine so Wi-Fi-Dings positionieren und dann die Signalabschwächung sehen können. Kannst du das machen für Revit? Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich es gemacht für Revit. Und ihm gesagt, hier ist es, guck. Und dann sagt er, oh, ich meinte aber in Forge. Und dann habe ich es nochmal gemacht für Forge. In Forge. Und das Schöne ist, jetzt habe ich zwei Applikationen, die exakt dasselbe machen. Das eine heißt RWT Fader, ist auf GitHub verfügbar, und das andere heißt Forge Fader, ist auch auf GitHub verfügbar. Die gucken wir an, aber erstmal, das ist jetzt das Beispiel für diese Programmierfähigkeit und Äquivalenz der beiden Sachen. Jetzt noch ein bisschen Motivation dazu. Also die Revit API ist BIM-spezifisch, natürlich, und Revit ist ein Endanwenderprodukt, was hyper hochentwickelte, aber auch hyper einschränkende Funktionalität hat. Revit weiß genau, wie das Gebäudemodell sich zu benehmen hat und was ein Add-in machen darf und nicht machen darf. Und wenn man irgendwas ein bisschen anders will, dann geht's nicht. Fertig. Und eben sehr spezifisch. Und man kann für diesen speziellen Fall und viele andere auch eine generische Lösung ebenso implementieren, wenn man will. Eben. In Revit habe ich Zugang zu der ganzen Produktfunktionalität, die gemacht worden ist für BIM Designer. Die brauche ich vielleicht gar nicht. Auch außerdem gibt es ein paar so Einstiegsschwellen, um Revit-Programmierung effektiv zu machen. Die allergrößte ist, ich muss Revit verstehen. Die Programmierseite von der Revit-API ist wirklich simpel. Die Revit-API ist klein. Sehr, sehr, sehr klein. Also es ist vielleicht ein Hundertstel von ARX. Das glaubt man gar nicht, wenn man so von als Neuling da reinkommt. Da sagt man, was ist denn das alles? Aber es ist wenig und einfach. Aber wenn man Revit nicht versteht, dann ist es gar nicht einfach, weil es wird völlig gestört. Außerdem ist die Revit-API beschränkt auf eine Revit-Session. Also ich muss einen PC haben, ich muss Revit installiert haben, Revit muss laufen und ich kann auch, das reicht noch gar nicht, weil ich kann nicht von außen drauf zugreifen. Die Revit API ist komplett event-driven. Das heißt, diese Events, die werden von Revit erzeugt. Revit sagt, liebes Add-in, jetzt sollst du das machen. Und wenn ein Add-in kommt und sagen möchte, liebe Revit, ich möchte aber, da ist kein Gehör. Es gibt eine Ausnahme, aber das ist dann halt, muss man ein bisschen drum arbeiten. Und man ist beschränkt auf dieses User-Interface-Zeugs. Es gibt einen Haufen Ballast und Beschränkungen und so weiter. Also es gibt einfach Gründe, warum es nett sein könnte, sich davon zu befreien. Und jetzt zeige ich mal schnell dieses Revit-Fader in Revit, einfach damit ihr es gesehen habt. Revit-Fader. Das hier ist jetzt Visual Studio, so sieht die Programmierer-Schnittstelle aus. Ich habe so eine externe Applikation, ich habe meinen externen Befehl und ich sage einfach Debug, Start Debugging. Und das startet jetzt Revit mit einem Modell geladen, in dem ich das ausprobieren kann. Aber ich hoffe, ich habe keine kleine Einstellung vorgenommen, aber wahrscheinlich nicht. Das dauert jetzt einen Moment zum Aufstarten und dann klicke ich einfach einen Punkt und man sieht, wie diese Färbung da stattfindet. Leider ist mein Modell nicht aktualisiert, macht aber nichts. Ich habe hier mein Revit Fader implementiert, hat einen eigenen Panel und ich kann da klicken, um den Befehl auszulösen. Das ist das, was den Event auslöst. Jetzt ist das Add-in gefordert, jetzt bin ich in meinem Code und kann irgendwo hinklicken und dann macht es die Einfärbung und stellt auch hier dar, dass es zwischen 1,1 und 38,8 diese Signalabschwächung stattfindet.
Wenn ich den Befehl wiederhole, dann kann ich woanders hinklicken und so. Alles ganz okay. Stopp Debugging. Und das benutzt ganz spezialisierte Teile oder API-Funktionalitäten, die in der Web zur Verfügung gestellt werden, nämlich Analysis Visualization Framework ist das, was ich benutze, um diese Farbgradierung darzustellen. Die ist eigentlich für was nicht ganz anderes gedacht, aber eben eigentlich dazu gedacht, um die Resultate von statischen Gebäudeanalysen darzustellen. Das heißt, die ist nicht ganz einfach zu benutzen, weil das, diese sehr einfachen Anwendungsfall, die ich hier habe, dafür ist sie gar nicht wirklich gedacht. Also man muss einen Haufen so Ballast ignorieren oder finden, den Weg dazwischen, um es einfacher zu machen. Und andererseits benutzt es einen Reference Intersector, um Strahlen durch das Gebäude zu schicken und zu sagen, okay, da ist eine Wand, da ist irgendein anderes Hindernis und ich habe so und so viel Meter Luft zwischen Punkt A und Punkt B. Und das wird dann alles dargestellt. In Forge habe ich diese APIs natürlich nicht zur Verfügung. Ich bin in einem völlig generischen Umfeld, das weiß überhaupt nichts von BIM. Deswegen könnte ich genau, wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich das in Revit BIM-Dateien laufen lassen. Ich kann es aber auch natürlich auf einer IFC-Datei laufen lassen oder irgendwas, irgendeine Geometrie, die von ganz woanders herkommt. Ich kann es auch in einem Motorenmodell laufen lassen. Und also das ist jetzt die, so sieht der Quellcode aus, einfach auf GitHub. Das sieht immer so ähnlich aus, dass da die Quellcode zur Verfügung steht, ein bisschen Dokumentation und verschiedene Links und so. Auch hier sieht man, wie das eigentlich implementiert wird. Da ist der Punkt, der geklickt wird, von dem, wo man sich vorstellt, da befindet sich das, der Wi-Fi-Strahler. Und dann wird von dem Punkt aus diese Raytracing-Rays berechnet, einfach indem man ein Netz von Punkten sich vorstellt. Und das kann ich direkt ausprobieren. Das ist als Beispiel eingebaut in, ich finde, Lebensmaß riesengroße Sammlung von allen möglichen Demos. Und hier habe ich jetzt dasselbe. Und wenn ich da jetzt klicke, dann passiert im Prinzip genau dasselbe. So. Aber wie gesagt, das ist generisch. Das benutzt JavaScript. Hoppla, das war nicht die Absicht. Das benutzt 3.js, also das zugrunde liegende Open Source Visualisierungspaket, was von dem Volkur benutzt wird. Und da wird ein Custom Shader implementiert, um diese Farbschattierung da drauf zu spielen. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie spät es ist. Jetzt habe ich noch 15 Minuten. Jetzt wird es langsam knapp. Also zurück zu dem. So, das ist das Beispiel zu der Frage, will ich auf Web-API programmieren oder generisch und kann ich das? Das war jetzt Forge-spezifisch, aber das, was ich mit 3.js und so gemacht habe, das könnte ich auch ohne Forge machen. Das wäre sogar in diesem Fall etwas einfacher gewesen. Also da war Forge eher ein Hindernis, weil Forge so eine Schicht obendrauf auf dem 3.js legt und es ein bisschen friemelig war, diesen Custom Shader da rein, so reinzukriegen, wie es gebraucht wird, damit es sich nicht kollidiert mit den anderen Forge-Funktionalitäten. Die ganzen anderen Beispiele haben damit zu tun, wie verwende ich eine BIM, zum Beispiel in Revit verwaltet, mit Cloud, Internet-basierten Komponenten, die irgendwas darstellen oder auch modifizieren wollen, aber eben global zur Verfügung stehen. Und wenn sie global irgendwie zur Verfügung stehen und eingesehen werden können, vielleicht will ich ja dort auch irgendwelche Aktualisierungen, Modifikationen vornehmen. Wie kann ich die wieder zurück in das BIM-Modell bringen?
Und das sind jetzt ein Haufen Beispiele. Das Neueste ist, die sind chronologisch aufgelistet hier, dass der 2D dem Room Editor ist das, was ich zuerst gemacht habe. Aber ich habe, und die sind alle auch extrem gut dokumentiert, weil ich habe die seit Jahren schon präsentiert auf AU und andere Konferenzen. Deswegen, ich wollte eigentlich relativ viel Zeit geplant lassen, jetzt wird es echt knapp. Das hier ist das einzige wirklich Neue. Der Philipp hat in einem anderen Beispiel, vielleicht fange ich damit an mit den ganz Neuen, hat in einem anderen Beispiel die Möglichkeit jetzt implementiert, in Forge interaktiv Eigenschaften auf Elemente definieren zu können. Also wenn ich da so eine Wand anklicke, ich sollte eigentlich warten, bis der geladen wird. Also wenn ich eine Wand anklicke oder irgendein Element in dem Modell und hier wiederum genauso wie vorher, das ist nicht auf dem Modell beschränkt, sondern es könnte auch Maschinenbau oder irgendeine andere Disziplin sein. Hallo? Lad mal endlich fertig. Dann kann ich auf diesem Bauelement Meta-Properties definieren. Und diese Meta-Properties-Definition, naja, jetzt ist es soweit. Also ich klicke den mal an. Ich wollte genau die Wand nämlich haben. Da kann ich hier neue Daten hinzufügen. Sie haben gerade eben aufblitzen sehen, die bestehenden Daten, die kommen aus Revit-Parameter. Ich kann also Daten hinzufügen, ich kann die ganzen Meta-Properties löschen, ich kann suchen und ich kann diese Metadaten exportieren, egal ob sie geladen sind oder nicht, in JSON oder CSV-Format. Und der Witz ist, dass ich im Moment mit diesem RWT-Meta-Property-Add-in die beschriebenen Daten aus dem Forge-View manuell wieder einfügen kann, indem ich entweder auf bestehenden Parametern die Werte verändere oder wenn es gar keine bestehenden Parameter gibt für diese Eigenschaft, die in der CSV oder JSON-Datei vorgefunden wird, kann ich Shared-Parameters generieren, um neue zu speichern. Das ist die einzige neue. Hoppla. Oh Mann. Das Internet ist einfach zu langsam hier. Und die anderen habe ich schon gezeigt, vielmals, wie gesagt. Und da überlege ich jetzt, welche Zeit ich da reinstecken sollte. Vielleicht, ja. Ich zeige mal diesen Room-Editor, das sollte schnell gehen. 12 Minuten. Ja, ich wollte eigentlich Fragen stellen. Fragen, mich für Fragen zur Verfügung stellen. Aber habt ihr Fragen zwischendrin? Wenn jemandem was aufs Herz brennt, dann könnt ihr zwischendrin fragen. Ja? Eine Frage hätte ich benutzen, weil das Modeling der Welt erforschende Fragen uns, wie wir nicht an die Menge der einzelnen Bauteile kommen. Da gibt es ja Informationen, die mitgeliefert werden, dass wir rein lesen, die Raumkarten haben, die einzelnen Bauteile, um selbst eine genaue Menge mit dem vorlegen zu können. Da war die Frage, ob die Infos mitgeliefert werden oder nicht. Also die Frage ist, wie genau man Mengen ermitteln kann von Forge-Elementen, wenn man über die Model-Derivative API Bauelemente abfragt. Ich kann schon sagen, da steht alles zur Verfügung. Und das kann man auch punktgenau bestimmen. In Forge, meines Wissens, werden die Revit-Koordinaten genau übernommen. So, jetzt ist das, braucht noch ein Klick. Also dieser 2D-Room-Editor, den ich mal schnell zeige, das ist wie gesagt mein allererster Ausflug in Datenprogrammierung gewesen. Wer kennt den schon? Okay, dann lohnt es sich ja vielleicht. Der implementiert sehr wenig. Und zwar, ich habe ein Revit-Modell hier mit irgendwelchen Räumen.
Und in den Räumen befinden sich Ausrüstungsgegenstände und Möbel. Und alles andere interessiert mich nicht. Und diese Räume in Revit greife ich ab und sage, ich möchte die in vereinfachter Weise, das ist sehr interessant, okay, das ist ja unerwartet, weil das habe ich gerade getestet. Naja, das nehmen wir mal weg. Diese Einstellung von den, wo die Möbel oder die Einrichtungsgegenstände im Raum sich befinden, möchte ich im Internet modifizieren können. Da soll jemand die Einrichtung verändern können. Und um das zu machen, habe ich aus dem Revit BIM-Modell eine ganz minimale Menge an Informationen rausgesaugt, nämlich die Raumumrandungen. Welchen finde ich jetzt? Wunder. 2018, das müsste doch klappen. Die Umrandung von dem Raum und die Position von den Möbeln und die Geometrie von den Möbeln. Und das habe ich abgespeichert als, ich zeige es mal, also ich habe hier den Add-ins Room Editor. Den hole ich mal. Ich kann hochladen die Informationen aus den Räumen mit den Möbelpositionen. Dann wird hier in eine Datenbank gespeichert. Das ist eine Mongo-Datenbank. Nee, das ist eine CouchDB-Datenbank. Und diese Datenbank ist gleichzeitig auch im Webserver. Das heißt, den kann ich auch ansprechen und der kann auch im Browser Sachen darstellen über sogenannte Views. Und ich habe ein View implementiert, der mir eine super vereinfachte Darstellung des Raumes und die Möbelposition zeigt, grafisch. Über SVG, Simple Vector Graphics, Scalable Vector Graphics. In diesem SVG-Repräsentation kann ich was verschieben. Diese Verschiebung kann ich abgreifen, also die kommt natürlich in die Datenbank rein, und ich kann in Revit mit Subscribe sagen, hey Datenbank, ich bin an Veränderungen in der Datenbank interessiert, wenn so eine Veränderung stattfindet, dann sag mir doch bitte Bescheid. Also ich sag mal Upload all rooms, jetzt werden alle Räume da abgegriffen und für jeden festgestellt, wie sehen die Möbel da aus. Das ist jetzt, hier sieht man genau, was ich für Informationen rüberschiebe an die Datenbank. Diese Striche, die werden zwar mit, die werden mit Windows API gespeichert, aber eigentlich ist das SVG Graphics, Scalable Vector Graphics. Und die aktualisierten Informationen, der aktuelle Zustand in der Datenbank ist mit einer Sequence Number versehen. Und jetzt weiß ich, alle Veränderungen, die nach dieser Sequence Number gemacht werden, können mich interessieren. Also wenn ich hier sage Refresh, oder nee, ich gehe mal auf Home. Hier habe ich, das ist jetzt diese Mongo, eine CouchDB-Database, das ist eine NoSQL-Database. Der Witz von NoSQL-Datenbanken ist, dass die wirklich für große, skalierbare Applikationen sind, dass man da ohne weiteres nicht nur, wenn man kleinere Datenmengen hat, spezifische für einen Workflow, dann kann man in den meisten Fällen nicht nur für ein Projekt Informationen reinstecken, sondern für alle Projekte. Und vielleicht nicht nur für einen Anwender, sondern für alle Anwender. Vielleicht, also es sind sehr, sehr skalierbar. Deswegen kann man da beliebig viel, da sieht man auch schon dieses Ding. Ich bin in diesem Modell, ich habe das nach Levels sortiert, ich habe das nach Räumen sortiert. Und jetzt sieht man hier die Darstellung von diesem einen Raum. Das mache ich mal höher und kleiner. So. Okay, das ist der Raum da. Und jetzt der Witz ist, ich kann sagen, das ist jetzt dieser Schreibtisch, ein Furniture Desk,
und den kann ich, das sind sehr primitive Operationen, ich kann den rotieren oder eben verschieben. Und wenn ich dann speichere, dann wird das in die Datenbank geschrieben. Und wenn ich sage Refresh, also Update Furniture, dann kommen die Veränderungen darüber. Ja? Das ist schon mal witzig. Und dann kommt diese Möglichkeit, Subscribe zu machen. Und wenn ich jetzt, sag mal hier auch Refresh, sicherheitshalber, und speichere den, schiebe den mal dort, drehe den andersrum und sage Save und zack. Und diese Aktualisierung kann auch genauso live übers Internet stattfinden. Und diese Applikation, die ich hier gemacht habe, mit meiner eigenen Grafik, wenn ich einen einfachen Anwendungsfall habe, mache ich meine eigene Grafik. Warum sollte ich jemand anders bemühen und warum sollte ich Geld oder sonst was dafür zahlen? Wenn ich schöne Grafik will oder große oder alles, das ganze Modell darstellen, dann benutze ich natürlich irgendwas Mächtigeres wie vorher. Ja. Und so diese Kommunikation, die ich da zeige, die ist extrem simpel, sehr leicht zu machen, auch in Forge. So, das ist eigentlich die Hauptmessage. Jetzt gucke ich wieder auf die Uhr, jetzt sind es nur noch 4 Minuten. 4 Minuten noch. Ja, ja, also Fragen bitte. Dieses Update, ist das zeitgesteuert oder gibt es ein Event, was dann sozusagen das Update auslöst? Super Frage, genial. Also, das Revit API ist vollkommen event-driven. Das heißt, die Add-in kann gar nichts machen, wenn nicht Revit davon vorher weiß und Bescheid gibt. Revit weiß nichts von diesen Manipulationen im Cloud-Abgewandten. Also kann es gar nicht geben. Es gibt aber, Gott sei Dank, seit ein paar Jahren in der Revit API eine Ausnahme. Nämlich, das heißt External Event. Und damit kann ich über die API einen anderen Thread starten, der zum Beispiel zeitgesteuert sein kann über eine Windows-Arme und der so oft wie ich will hingehen kann zur Datenbank und fragen: Hey, hast du was Neues für mich? Wenn die Antwort ja lautet, dann kann dieser External Thread über einen speziellen Schalter in Revit sagen: Hey, ich habe was, ich möchte mal. Und dann kann Revit diesen External Event auslösen und dann darf man auf die Revit API zugreifen. Und das ist genau die perfekte Frage, Dankeschön. Ja, bitte. Gibt es für Forge eine öffentliche Roadmap? Ja, das, was ich da zeigte, Forge 3.0 nächstes Jahr. Ja, ja. Also ich will dazu wissen, was kommt, weil du hast das Revit, das mir die Dateien noch manipuliert kann, das ist eine super wichtige Neuerung. Super wichtig, total, absolut. Ja, ja. Für alle, die mehr über Forge wissen wollen, wir haben einen Stand unten auf der mittleren Ebene. Also wenn man durch den Haupteingang reinkommt, die Treppe hoch, links und dann links in einen abgetrennten Raum, da sind ein paar spezielle Stände und einer dieser Stände ist speziell auf Forge. Und wir haben hier einen Forge-Experten unter uns, ganz in der Mitte, den Dennis, und an dem Stand sind aber noch alle andere Kollegen von mir und beantworten gerne weitere Fragen dazu. Okay, sind wir soweit? Eine Minute haben wir noch, wenn wir fahren da sind. Ja, gerne. Kann man das gerne ausnutzen. Ansonsten, wenn keine Fragen sind, dann lasse ich es. Ja, sie. Dann zeige ich noch einen letzten Slide oder so. weil, also eben, aha, hier ist noch was auch cool. Fire Rating kennt ihr vielleicht? Nee, kennt ihr nicht. Aber das ist eins von den allereinfachsten Revit-SDK-Beispielen, also Programmierbeispiele, offiziell von Revit mitgeliefert werden. Und der macht was super Simples, nämlich auf Türen, alle Türen in einem Gebäudemodell werden mit einem Shared Parameter versehen und dieser Shared Parameter ist die Feuersicherheit von dieser Tür. Also eine einzige Zahl an jede Tür. Die ist aber alt
und auf Excel und für Einprojekt. Und ich habe gesagt, ey, machen wir das neu, machen wir das für alle Projekte und in der Cloud. Und das ist super simpel, aber es sind verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Ich brauche also meine Revit-Add-in, die guckt nach, wo sind die Türen, was haben sie für Werte. Wer will sie in eine Datenbank stopfen? Die Datenbank ist ja MongoDB, die hockt auf einem Server. Da will ich zugreifen, glaube ich. Der ist aber im Internet. Deswegen muss ich eine Schnittstelle haben, eine Programmierschnittstelle, die wird von einem anderen Server zur Verfügung gestellt. Die ist super simpel, dieser andere Server. Und der stellt meine eigene REST-API zur Verfügung. Über die kommuniziere ich. Diese REST-API-Kommunikation ist super simpel. Und deswegen mache ich die als eigene kleine .NET-Bibliothek, weil dann kann ich die benutzen in meinem Add-in und auch in anderen Clients. Und wenn jetzt ich diese Daten auf die Datenbank schieben will, dann greife ich an die Tür ab, hole sich die Zahlen, schiebe sie in die Datenbank und ich kann die direkt in dieser Datenbank über eine Benutzerschnittstelle modifizieren und die Daten wieder zurückholen. Ich kann sie aber auch auf beliebigen anderen Klienten betrachten, manipulieren. Und genau das, was wir eben mit diesem Möbel verschieden gemacht haben, kann man auch mit diesen Parametern machen. Dieses Beispiel ist moderner als das, was ich eben zeigte. Das würde ich immer absolut als erster Startpunkt, das müsste eigentlich, wo ist denn die? Aha. Und dann als Startpunkt nehmen für jeden, der damit arbeiten will. Und hier am Ende habe ich diese Resources aufgestellt. Also hier sind eben die Handout-Documentation, die GitHub-Repositories von den Beispielen. Das sind die Punkte, wo man hingehen sollte für weitere Informationen. So, jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Ja, nur ganz kleines bisschen, aber ich denke, es ist, wenn es interessant war, dann hat es sich orientiert. Der nächste Programmpunkt ist Mittagessen, da wird es nicht länger davon abhalten und die Vorträge gehen dann ab 13:30 Uhr wieder los. Guten Appetit!